Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier unterwegs mit Mario und Lutz. Hier ist der Lutz, hallo. Mein Name ist Tim. Und wir sind auf dem Weg zum Aussichtsplattform, zur spektakulären und zum großen Aussichtsturm, der aussieht wie Schrott. Der aussieht, als würde er gleich umfallen, aber wir werden alle drei dort hochklettern. Alle drei, ganz garantiert. Die Zielsetzung. Es ist die Zielsetzung. Okay. Wie die Wirklichkeit aussieht, lasst euch überraschen. Ja, lasst euch überraschen, bleibt dran, es wird spannend. Es ist ein spektakulärer Turm. Jetzt richtig durch den Urwald. Also hier haben wir uralten Baumbewuchs und dann hier die Schlingpflanzen drumherum. Den Berg hoch, überall sind Höhlen. Tarzan haben wir auch schon gesehen. Tarzan hängt ja auch irgendwo rum. So, jetzt haben wir links eine interessante Höhle, die aber leider zugemauert ist. Wahrscheinlich geht es da richtig tief in den Berg rein. Aber so richtig tief. Ja, hast du nicht zugemauert, hier ist so eine Holz, hier sind so Holzlatten vorgesetzt. Wahnsinn. Ja, das ist monumental. Und da oben, ja, schauen wir weiter. Und hier rechts sind wir schon. Nein. Kommen wir da durch? Nee, fahren wir nochmal links. Aber hier ist der Aussichtsplatz. Hier ist der Aussichtspunkt. Dann park hier, dann laufen wir da durch. Hier? Ja. Ey Jim, wir wollen da nicht da etwa. Da wollen wir hoch. So Leute, es wird spannend. Also wir wollen zu diesem Turm und wir müssen durch dieses Schlammloch durch. Und jetzt werde ich mal irgendwie testen, wie tief das Wasser ist. Tja, Leute, wie finde ich raus? Wie kann ich rausfinden, ob wir hier durchkommen? Okay, wir kommen durch. Mit dem Allrad, wow! Leute, das ist spannend. Aber das sind Pfützen, Leute. Aber sowas hat man auch nicht überall. Das ist ja ein See. Das ist ja keine Pfütze mehr, Leute. Mein Gott. Also, es geht zu diesem Turm. Wow. Herzstillstand. Und plötzlich fährt Mario los. Ich habe gemessen. Ich habe gedacht, das ist zu viel. Das ist zu tief. Aber Mario ist durchgefahren. Todesmutig. Okay, der Wagen liegt auch sehr hoch auf der Straße. Wahnsinn. Oh Mann, das sind diese spannenden Momente im Leben. Also, auf geht's nach oben. Mario, todesmutig. Bist du da durchgefahren? Ich hab's geschafft. Vorderrad. Mario hat Frontantrieb. Ey, Mario, todesmutig, wirklich. Wie im Dschungel, oder? Als wären wir wirklich durch den Fluss gefahren mit dem Auto. Das ist alles richtig. Totaler Wahnsinn. Aber der große Wahnsinn kommt jetzt noch. Okay, schreibt in die Kommentare, trauen wir uns da hoch? Du willst sie doch nicht. Ich überleg gerade. Also, das ist der Wahnsinn. Eckerhort, du. Und schmeckt denn der Energieriegel? Jawohl. Mario? Ja, Mario. Ja, willst du noch einen? Nee, ich noch? Ich hab drei. Ich hab noch einen. Moment. Ja, da gehen wir hoch. Hier habe ich noch einen. Die schmecken gut. Das ist so ein. Nee, ich habe keinen Hunger. Ich hab so viel Mittag gegessen. Also, wir teilen uns den und schauen mal von außen. Nein, ich möchte nicht. Ich habe gerade. Nein. Wir teilen und schauen, ob wir jetzt das hier schaffen. Ja, ich habe ja immer einen Energy-Riegel dabei. Für solche Wanderungen. Lutz, willst du auch einen? Ja, aber der Ausblick von da oben ist natürlich atemberaubend, ne? So, Schuhe. Alles bereit. Todesmutig. Die Leiter auch. Also die Leiter macht einen sehr guten Eindruck. Also Leute, wirklich. Was sagt ihr? Die Leiter ist 100% solide. Hier ist kein Rost zu sehen. Die ganze Konstruktion ist. Jim, Wetten können jetzt angenommen werden, ja. Schreibt in die Kommentare, ob wir alle hochlaufen. Ob du hochgehst, ja. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr glaubt, dass Lutz hochgelaufen ist. Lutz kommt auf jeden Fall mit. Wir überreden ihn noch. Die Leute haben ein bisschen Panik vor diesem Turm. Aber er ist natürlich auch atemberaubend. Ne? Guckt euch das Ding an.
Wow, also oben ist natürlich schon viel Rost zu sehen. Also oben diese, oben sind Stahlplatten. Lutz läuft als erster sogar. Hey, warm up! Ich bin beim Warm up! Ja. Ja, ich führe die beiden wirklich in das große Abenteuer. Erst durch die riesige Pfütze mit diesem wunderschönen Auto. Und dann da hoch. Achso, Lutz ist schon wieder unten. Ich hab gedacht, jetzt gucke ich mich um und Lutz winkt von oben aus dem Turm herunter. Er sagt, warm up, hör mal. Ach so. Na okay, dann mache ich jetzt mal. Wahrscheinlich runter. Oh, hier fehlt nämlich Sprosse. Das schreckt ab, siehst du, weil da unten eine fehlt. Oh, jetzt zwei. Ich gehe einfach normal hoch. Mach, geh mir ruhig ein bisschen. Oder dahin. Von da. Nicht von da. Es ist herrlich hier. Ich kann jedem empfehlen, hier vorbeizuschauen. Einfach zur Alaja, zum Alaja-Kloster vorbei, rechts, die Straße hoch, zwei Kurven und dann auf den Parkplatz. Und dann seid ihr hier. Absolut zu empfehlen. Die Natur in diesem Land ist der absolute Wahnsinn. In Bulgarien ist alles besser. Ich liebe es, hier zu sein. Es gibt so viele Möglichkeiten, seine Freizeit zu verbringen, toll zu verbringen, tolle Dinge zu erleben. Und ja, unten lachen die Jungs. Mal schauen. Ah, da stehen sie. So, also ich habe ein bisschen Angst davor, jetzt wieder runter zu klettern. Mal schauen, aber ich mach's gleich. So, noch ein bisschen, ein paar Eindrücke. Leute, ich falle fast um, weil der Turm wackelt. Also wenn ihr hier oben seid, dann lasst es sein. Seid vorsichtig und rüttelt nicht hier am Geländer. Ihr wollt es nicht erleben. Ihr wollt nicht in einem Turm sitzen, der sich so hin und her bewegt. Und jetzt mache ich mich an den Abstieg. Leute, wünscht mir Glück. Ich werde alles Glück brauchen. Oh mein Gott, der Wind pfeift, der Turm wackelt. Aber die anderen warten auf mich. Es muss weitergehen. Ich kann hier nicht für immer oben bleiben. Irgendwann muss ich auf den Boden zurückkehren. Also. So Leute, ich bin jetzt mit dem Unterkörper schon in der Luke. Der Wind pfeift um meine Hosenbeine und ich halte mich mit einer Hand an der Stange fest, mit der anderen Hand halte ich die Kamera und ja. Was glaubt ihr, wie viele Stufen es waren? Schreibt in die Kommentare. Es waren 65 Stufen, 65 Sprossen. Leute, ich bin wieder da. Ja. So Leute. Und jetzt breche ich zusammen, weil ich einfach... Komm. Herzinfarkt. Der Star des Tages. Der Star des Tages. Herzinfarkt. Er hat überlebt. Nein, es ging wirklich, also es ging wirklich gut. Noch. Ich hab keine Höhenangst gehabt, weil ich immer auf die Sprossen geguckt habe. Ja, du bist ja. Und auf dem Runterweg habe ich die Sprossen gezählt. Bergab bist du ja hier. Ja, na klar. Aber das hat gewackelt da oben. Was könnt ihr das hat gewackelt. Ich meine, das sieht schon so aus, als würde es wackeln. Aber und dann habe ich einmal gewackelt an den Fenstern und dann hat sich aufgehört zu wackeln und ich musste wirklich aufpassen, dass ich nicht umfalle. Ich war wirklich so kurz davor so. Wir sind in gewissen Alter, wir haben... Leute, so stand ich auf, ich kam vor mir auf dem Surfbrett. Ja, genau. Wir müssen uns nichts mehr beweisen, wir haben die Vernunft walten lassen. Wir haben erstmal die Jugend, Jugend forscht, verstehst du? Jugend forscht. Und die Jugend muss sich erstmal profilieren, ja. Die Alten können ein bisschen ausgesetzter Weise zugucken. Aber jetzt kannst du. Jetzt habt ihr ja gesehen, wie es geht. So wenige Schritte weiter sind wir jetzt zur anderen Aussichtsplattform gekommen. Und hier ist wirklich schön. Also wir haben hier Vogelgezwitscher. Gefällt es euch auch? Ja, mega. Also das ist ein Punkt, das ist ein Platz, wo man öfters herkommen kann. Auch zum Picknick machen. Also hier sind mehrere Tische auch.
aufgestellt. Viele Leute machen hier gerne Picknick, die Leute kommen hier hoch. Und das ist nicht so schwer zu finden. Also man fährt einfach nur am Al-Hadja-Kloster vorbei und dann hoch. Und die Wasserquelle war auch sehr spannend auf dem Weg hierher. Ja, die Wasserquelle. Also am Al-Hadja-Kloster gibt es eine große Wasserquelle. Ja. Da unten die? Ja, zeige ich euch noch Bilder. Ja, genau. Respekt, ja. Also mega. Es ist ja nicht sehr beliebt, also die ganzen Taxifahrer, so viele Taxifahrer kommen da, Busfahrer kommen da mit großem Wasser, mit großen Flaschen und füllen die voll mit diesem Wasser. Und es schmeckt gut. Ob es besser schmeckt als die Quellen, als andere Quellen. Also ich nehme jetzt eine Flasche mit und komme nächstes Mal. Die Wasserquellen, laut Empfehlung von Wasserquellen sind der rote Faden, der sich durch meine Videos zieht. Leute, die meine Videos schon länger sich angucken, die wissen das. Also hauptsächlich geht es um Wasserquellen. Ja, um das Thema wird es noch weltweit überhaupt gehen. Ja, genau. Um das ist ja auch schön. Es ist auch leckeres Wasser, das ist einfach schön. Ja. Wenn ihr das noch mal ruft. Ja, genau. Oh ja, gut beobachtet. Von 1300 ist es 1981. Ja. Also das ist keine 8, das ist dann wirklich eine 1300. Ja, ist schon 3. 1981. Wenn wir das hier gemäuert haben, das kann schon sein. Ja, wahrscheinlich eine alte Festung. Ja. Ja, bloß mit Pfeil und Bogen darüber schießt ein bisschen weit. Da kommen wir irgendwie hier ran. Ein Katapult. Weiß man nicht. Ja, hier ist das nirgendwo. Ne? Also hier steht man wirklich, wenn man hier steht, ne, Lutz, da kommt nichts. Da oben kommt eine Siedlung. Ja. Die ist auch ganz schön. Ja, genau. Schöne kleine Siedlung. Also wenn man, nur ist halt schwer. Also die Straße zieht sich noch und sie ist sehr, sehr schmal. Aber hier ist erstmal nur Wald. Und wir gucken, das ist der Goldstrand und wir gucken, Albena musste da wohl sein. Hinter diesem Hügel ist Albena. Ja, Albena, genau. Also hier hinter. Genau. Albena und da hinten um die Ecke rum, da zum Beispiel, ist Balčik. Hier in der Ecke ist Balčik. Und da ist Kavala. Und dann ist das hier schon bei einer Schluss, dann sehen wir das ja nicht mehr, da hinten rum ist Botsurets oder so oder wie. Oder das ist Balgarevo. Erstmal Kavana, Balgarevo sieht man nicht. Das ist hier so der Auslauf der Bucht. Ja. Kann man richtig schön mitkriegen. Hier, guck mal hier. Ja. Genau das Ding sehen wir hier. Ja, genau, diesen Bogen sehen wir. Sehr gut hier. Von hier aus. Sehr schön angestrahlt in der untergehenden Sonne. Hier ist ein Kloster, habe ich hier gesehen. Ja, hier ist das Al-Hadja-Kloster. Direkt neben uns. Genau. Ja, gibt es auch ein Video zu. Genau. Oh Mann, die Sonne, das wird blenden wahrscheinlich. Al-Hadja-Kloster. Ja. Verlinke ich hier unten. Ja, super. Al-Hadja-Kloster. So, haben wir dir gefunden. Ja, wie gesagt, also ich meine, ich erzähle immer, dass es so schön ist, hier zu leben, aber es ist halt, ich meine, ich laufe auch oft durch zerfallene Häuser und was weiß ich, jetzt im Winter über habe ich euch komische Sachen gezeigt, die weniger schönen Seiten von Bulgarien. Aber im Endeffekt ist das Land einfach wahnsinnig schön. Über Goldstrand kann man geteilter Meinung sein.